führt dazu, dass ich eigentlich mit so einer App ja, sehr, sehr hohen Entwicklungsaufwand habe, um diese ganzen Plattformen zu bedienen. Da ist dann eine PWA, die ich über einen Browser erstmal ausspielen kann, die ich dann installieren kann, ist da deutlich kompatibler. Und das war für uns dann am Ende das Ergebnis, dass eine PWA sehr, sehr sinnvoll sein kann. Der zweite Punkt war, dass ich mit der PWA in der Lage bin, ständig ein Deployment zu machen und nicht diesen Prozess gehen muss von Zertifizierung in den App Store. Dann muss ich sicherstellen, dass meine Fahrer die auch alle aktualisiert haben, sondern es passiert einfach, wie man das aus dem Browser kennt, dadurch, dass ich einmal eine Seite neu lade und ich habe die aktuellste Version drauf. Ja, herzlich willkommen, Moritz. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du? Moin, moin. Also ich bin Moritz, ich bin Gründer, habe in Hamburg zwei Unternehmen gegründet. Das eine ist Stadtsalat, das ist ein Lieferservice für gesundes Essen, mit dem wir in Hamburg und Berlin zukünftig auch weiteren Städten operieren. Das andere Unternehmen ist Protofy. Protofy ist eine Beratung/Agentur für Softwareentwicklung. Mit Protofy beraten wir Kunden von Startups über den Mittelstand bis hin zu großen Unternehmen, entwickeln Apps, entwickeln Websites, entwickeln Tools, interne Dienste und haben mit beiden Unternehmen eigentlich jetzt in den letzten 4 Jahren, glaube ich, zwei ganz gute Standbeine aufgebaut. Okay, wir wollten uns heute ja ein bisschen über Stadtsalat unterhalten, auch wie ihr Stadtsalat technisch aufgebaut habt. Bevor wir das machen, vielleicht kannst du noch mal kurz, auch wenn der Name schon ein bisschen was sagt, erzählen, was steckt hinter Stadtsalat? Also Stadtsalat ist ein Lieferservice. Ich kann auf unserer eigens entwickelten Plattform, Webseite Essen bestellen. Wir bieten Salate an, wir bieten Bowls an, wir bieten Getränke an. Kernzielgruppe ist eigentlich so der Bürobesteller, der mittags... Ja, das kennen wir. Großkunde, ja, glaube ich, bei euch. Dankenswerterweise, ja. Der mittags ins Büro bestellt eben. Ganz beliebt auch abends und am Wochenende, sonntags vor allem, wenn man eben nicht mehr eingekauft hat oder sich nicht mehr die Zeit nehmen möchte, etwas zuzubereiten, dann kommt, glaube ich, das Stadtsalat-Produkt sehr gut an. Was uns, glaube ich, besonders ausmacht, wir werden häufig gefragt, warum wir nicht stärker auf den Plattformen aktiv sind, Deliveroo, Foodora, als es sie noch gab, oder auch Lieferando. Ganz entscheidend für uns ist, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette vom Großmarkt bis zum Endkunden letzte Meile vollständig selbst abbilden. Und das macht uns dann, glaube ich, in der Tiefe der Wertschöpfungskette sehr, sehr stark und sehr, sehr schwer kopierbar. Bevor wir da in den technischen Teil einsteigen, könntest du doch mal erzählen, warum ihr so komplett integriert seid? Weil, also ich würde jetzt ja erstmal so sagen, so boah, den ganzen Logistikteil da irgendwie Salate zum Kunden bringen, das würde ich ja so sofort versuchen auszusourcen. Da ihr habt ja bestimmt aus gewichtigen Gründen nicht getan. Warum? Ganz vorne ist erstmal die vollständige Kontrolle über meine Wertschöpfungskette, auch die Marke, wie ich mich dann an der Türschwelle präsentiere als Produkt. Da finden wir es attraktiver, wenn da jemand, der eine gewisse Ausbildung bei Stadtsalat gemacht hat, in Stadtsalat-Kleidung dort steht und nicht in der orangenen Jacke. Zum anderen aber ist es, glaube ich, die besondere Stärke, dass wir dadurch unabhängig sind. Also wäre jetzt unsere unsere Strategie beispielsweise gewesen, über Deliveroo Foodora zu vertreiben und darüber auch die Logistik abzubilden, dann würden wir gerade ziemlich blöd dastehen. Gibt ein Beispiel, ein Berliner Konkurrent, möchte ich mal fast sagen, der genau diese Strategie gegangen ist, der dann seine Deutschlandstandorte jetzt gerade schließen musste, weil Deliveroo eben den deutschen Markt verlassen hat. Da sind wir vollständig unabhängig von solchen Risiken. Und dritter Teil, glaube ich, der erwähnenswert ist, dadurch, dass wir die Plattform haben, dadurch, dass wir alles vollständig kontrollieren, liegen eben auch die Kundendaten bei uns, sodass es uns möglich ist, Marketing zu machen, CRM zu betreiben. Und auch die Möglichkeiten habe ich nicht, wenn ich auf einer Plattform bin. Alright, dann würde ich sagen, steigen wir ein bisschen tiefer ein. Stichwort PWA. Wofür steht PWA überhaupt? PWA steht für Progressive Web App. Ist eigentlich jetzt gerade so die Bewegung, man könnte sagen, seit 3-4 Jahren spricht man davon. Seit 3-4 Jahren spricht man auch darüber, das wird die Zukunft der Apps, der App-Entwicklung. Man kann es so ein bisschen so sehen wie die Symbiose aus Websites und Mobile-Apps, wie ich sie mir aus dem App-Store herunterladen kann. Okay, und wie sieht die Symbiose aus?
der Kern ist eigentlich, dass es eine PWA ist, eine Webseite, die ich über meinen Browser aufrufen kann. Eine PWA wird auch mit Web-Technologien entwickelt und hat aber jetzt mittlerweile eben auch viele Möglichkeiten, viele Funktionen, die früher nur Apps geboten haben. Das sind so Themen wie, ich kann mir eine PWA auch installieren und zu meinem Homescreen hinzufügen. Das sind so Themen wie Offline-Funktionalität, wie Ladegeschwindigkeiten. Ich komme mit einer PWA tatsächlich schon sehr, sehr nah ran an die Haptik einer nativen App. Dann gibt es viele Vorteile, die dafür sprechen, wie eine schnellere Entwicklung, schnellere Entwicklungszyklen. Ich bin unabhängig von den App-Stores, kann eigentlich jederzeit ein Deployment machen. Und das ist dann in Summe eben das, was PWA sehr attraktiv machen kann. Und du sagst jetzt, PWAs entwickelt man auch mit klassischen Web-Technologien. Was sind denn das dann für Technologien? Was für Technologien setzt ihr da auch ein? In der Regel sind das JavaScript-Frameworks, die ich verwende, um eine PWA zu entwickeln. Da kommen dann irgendwie Websockets mit dazu. Das setzt sich dann eigentlich so zusammen aus Technologien, die man sonst auch häufig im Web-Bereich einsetzt. Für uns ist es erstmal vom Technologie-Stack das, was zu uns auch passend ist, aber eben auch das, was eben die Geschwindigkeiten mitbringt, die ich sonst in einer nativen App-Entwicklung vielleicht nicht so habe. Okay, du sprachst jetzt von JavaScript-Frameworks. Ja, welche sind das? Benutzt ihr nur eins? Also jetzt klar, wenn ihr Gestattsalat, das werdet ihr nur wahrscheinlich nur auf einem JavaScript-Framework machen. Aber auch, ihr macht ja mit Protofy auch andere Projekte. Nutzt ihr immer das Gleiche? Nutzt ihr verschiedene? Wie entscheidet ihr es auch? So eine Entscheidung hängt klassischerweise eben daran, an den Anforderungen, die ich jetzt an ein Produkt habe. Entwickle ich dann vielleicht einen Online-Shop? Entwickle ich eine Seite, die eher ein Content-Heavy sein möchte? Entwickle ich sowas, wie wir jetzt bei Stadtsalat entwickelt haben, eine App, die nur internen Nutzern zur Verfügung steht, um irgendwie Logistikprozesse zu unterstützen? Das sind dann Faktoren, die darauf einzahlen, welche Frameworks ich dann einsetze. Letztendlich ist das dann, besinnt es sich eigentlich immer zurück auf JavaScript-Frameworks. Wir schauen da auch immer mal, was gibt es Neues, was kann man neu einsetzen, dass man auch mit der Zeit geht. Versuchen aber natürlich auch unseren Tech-Stack irgendwo zu vereinheitlichen und nicht zu breit aufzumachen, damit wir auch mit unserem Team alle Kundenprojekte, die wir haben, einheitlich bedienen können. Und was habt ihr denn im Core-Stack? Also arbeitet ihr irgendwie mit React, React Native, Vue, whatsoever, Android? Wir setzen hauptsächlich React ein für unsere Web-Projekte. Wir setzen React Native ein für unsere App-Projekte. Hier und da kommt dann mal was noch hinzu. Ich sag mal, wenn man jetzt an CMS-Entwicklung denkt, wo dann irgendwie vielleicht nochmal andere Technologien eingesetzt werden. Aber eigentlich ist so in den Frontend-Technologien React, React Native so der gemeinsame Nenner und im Backend häufig Java. Okay. Nun hatten wir uns im Vorfeld auch schon mal ein bisschen über Stadtsalat unterhalten und da ist ja auch eure Erfahrung, dass ihr sogar über PWA sozusagen Kosteneinsparungen dann hattet. Wie kam es denn dazu? Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Fall für eine Anwendung einer PWA. Wir haben dort eine App entwickelt, die unsere Fahrer, wenn sie von der Küche in die Distribution gehen und zum Endkunden fahren, die sie dann dabei haben. Wir hatten vorher keine App dergleichen, wollten damit einmal die Auslieferung unterstützen. Das sind Funktionen wie eine Routenplanung aufrufen, wie Kundeninformationen, die vielleicht nochmal irgendwo in der Anmerkung der Bestellung mit drinstehen, die wollten wir mitgeben. Und gleichzeitig war für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir beginnen, Daten zu erheben darüber, wann kommt denn eine Auslieferung tatsächlich beim Kunden an, wohin bewegt sich der Fahrer dann als nächstes, wann kann ich ihn vor allem auch zurück in der Küche erwarten, um ihn für die nächste Tour zu verplanen. Da könnte man jetzt eine App entwickeln, die beispielsweise Sachen wie eine GPS-Navigation vielleicht etwas besser mit abbilden kann. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu machen, sondern auf eine PWA zu gehen, eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, wir haben innerhalb unserer Fahrer, wo wir Bring-Your-Own-Device-Strategie machen, haben wir ein sehr, sehr heterogenes Feld von Smartphones. Da ist vom 6 Jahre alten Samsung-Handy bis zum Galaxy S10 oder iPhone 11 alles dabei. Gibt es das 11 schon? Nee, 10. Nee, XR oder so. Es gibt es irgendwo schon. bei Apple gibt es schon, aber ich glaube noch in keinen privaten Händen.
So führt dazu, dass ich eigentlich mit so einer App ja, sehr, sehr hohen Entwicklungsaufwand habe, um diese ganzen Plattformen zu bedienen. Da ist dann eine PWA, die ich über einen Browser erstmal ausspielen kann, die ich dann installieren kann, ist da deutlich kompatibler. Und das war für uns dann am Ende das Ergebnis, dass eine PWA sehr, sehr sinnvoll sein kann. Der zweite Punkt war, dass ich mit der PWA in der Lage bin, ständig ein Deployment zu machen und nicht diesen Prozess gehen muss von Zertifizierung in den App Store. Dann muss ich sicherstellen, dass meine Fahrer die auch alle aktualisiert haben, sondern es passiert einfach, wie man das aus dem Browser kennt, dadurch, dass ich einmal eine Seite neu lade und ich habe die aktuellste Version drauf. Verstanden. Was ich daran ganz spannend finde, würde mich mal deine Meinung interessieren. Also eigentlich ist das ja so gefühlt so ein bisschen back to the roots, ja, vor 5-6 Jahren, da, als man noch nicht so firm war mit dem ganzen Thema Apps, da hat man halt einfach irgendwie seine Web-Applikation genommen, irgendwie einen Wrapper drum gemacht und das irgendwie in App-Store geschoben. Die Experience war irgendwie jetzt so-so und ein paar Unternehmen sind auch drauf hängen geblieben und das ist heute noch immer so. Dann gab es so ein bisschen den Native-Trend und man hat gesagt, ja, man muss die Native-Komponenten der Mobile-Phones ja auch nutzen. Hat dann festgestellt, so viele Native-Komponenten braucht man vielleicht gar nicht, wenn man nicht gerade Virtual Reality macht und die Kamera braucht und so ein Kram. Und gefühlt geht es jetzt eher wieder ein Stück darum zurück mit den PWAs, weil PWA ja von der Idee her auch, wo du sagst, naja, kannst du eigentlich auch runterladen als App und hast es auf deinem Startscreen. Das ist ja dann gefühlt wieder eigentlich wie ein Wrapper um eine Webtechnologie. Ohne dieses So-So-Gefühl, wie du es beschrieben hast. Einfach weil die Experience, die Geschwindigkeit, Seitenübergänge, Animationen, die ich einsetzen kann, dann schon deutlich näher dran sind an dem nativen App-Gefühl. Und du hast es eigentlich sehr passend beschrieben, wenn ich nicht ganz besondere Anforderungen habe, wie zum Beispiel, ich muss eine AR-Engine anbinden in meiner App und die verwenden, dann ist häufig, glaube ich, der Unterschied gar nicht mal so sehr spürbar. Er ist vielleicht minimal da, zugegebenermaßen, gleichzeitig aber eben durch deutlich geringere Entwicklungskosten dann zu rechtfertigen. Okay, verstanden. Und wenn ich jetzt eine PWA bauen will oder mich für eine PWA entschieden habe, dann habe ich mich ja noch nicht für eine Technologie ganz konkret entschieden, auf der ich sozusagen code. Was sind denn da aus deiner Sicht so die Top 3 Choices, die ich wählen könnte? Boah, muss ich passen, ehrlicherweise. Muss ich passen? Wäre was ich mit meinen Entwicklern mal besprechen müsste. Okay, und die interne, die ihr gebaut habt, worauf ist die? Das ist tatsächlich einfach ein React-Framework, was wir dann in der PWA verwenden. Das war damals, es gibt auch immer, eigentlich gibt es jedes Jahr so das Framework, was gerade so der aktuelle Shit ist. Das war das, was wir dann vor anderthalb Jahren dafür eingesetzt haben. Okay, und Framework ist ja mal weit gefasst. Sie haben so eine Frage, so was wird da überhaupt geframed? So, und man macht ja irgendwie nur Rahmen um Dinge, damit es am Ende irgendwie einfacher ist. Und das auf verschiedenen Levels. Weil ja am Ende ist ja selbst PHP oder Java wiederum nur ein Framework auf wiederum anderen Technologien. Nutzt ihr dann auch wirklich funktionale Frameworks, wo ihr sagt, so naja, gerade wenn ich in irgendwie so einen Commerce-Case gehe, da habe ich halt immer den Klassiker, ich habe eine Listing-Page, ich habe eine Detailseite, ich habe ein Basket, eine Wishlist, einen Checkout-Prozess. Und das gibt es ja, wenn man rein Richtung Web-Technologien geht, gibt es ja ganz, ganz viele Frameworks dafür. Was ist ich, Spryker, Commerce-Tools und die ganzen, die nicht ganz so hip sind, ja, mit irgendwie Hybris und Intershop und so weiter. Gibt es da aus deiner Sicht für den Mobile-Bereich oder auch für den App-Bereich auch Frameworks, die man nutzen kann, die nicht zu diesen klassischen Web-E-Commerce-Frameworks gehören? Ich denke, die du gerade aufgezählt hast, das sind dann schon Fälle, die sehr, sehr betrachtenswert sind, weil sie einfach sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Skalierung mit sich bringen. Und das hat man ja häufig, wenn man mal hier ein JavaScript-Framework ausprobiert, dann hast du irgendwo dann Performance-Themen. Wenn du zum Beispiel ein Product-Listing aufbaust, was dann mal mehr als 20 Artikel hat, lange Listen, die ich durchscrolle, dann wird es irgendwann zum Beispiel so ein bisschen ruckelig. Ja? Also deswegen sind wir auch Fan davon, eigentlich auf bewährte Themen dann zu setzen und nicht immer das Neueste auszuprobieren, um eben vor solchen Themen dann gefeit zu sein. Weil man geht ja mit einem hohen Anspruch eigentlich an die Entwicklung ran und an das, was dann nachher als Ergebnis in der App oder in der Webseite stehen soll. Okay. Ich würde sagen, zum Abschluss noch eine Frage zu Stadtsalat und zu eurer Stadtsalat-Applikation. Was ist das Feature,
was dich persönlich am meisten überrascht hat? In der PWA, die wir entwickelt haben? Ja, von der Nutzung her sozusagen. Das Tolle daran ist, das ist wirklich eine ganz, ganz einfache App. Als wir vorher so über das Thema Routenplanung und auch Tracking, damit wir Daten erheben, darüber planbar werden, haben wir uns dann, also da lege ich eigentlich auf der Hand, dass man zum Beispiel ein GPS-Tracking mit einbaut. Wenn man das jetzt mal ganz, ganz einfach denkt, brauchen wir diese GPS-Daten beispielsweise gar nicht, sondern haben uns einfach überlegt, welche Datenpunkte müssen wir unbedingt erheben und welche Datenpunkte können wir auch mit einer PWA erheben. Und das sind am Ende, ist das einfach nur, der Fahrer fährt irgendwo los, der Fahrer kommt irgendwo an einer Auslieferung an. Wir wissen, welche Routen für diesen Fahrer geplant sind. Das heißt, er fährt zum nächsten Haltepunkt und von da aus können wir jeweils dann über eine Google Maps API ausrechnen, wann wird der Fahrer voraussichtlich zurück im Store sein und kann wieder verplant werden. Das alles geht aber ohne GPS-Funktionalität, weil es einfach nur die vier Datenpunkte sind, die ich erheben muss. Und das ist so eine schöne Einfachheit, die da drin steckt, die uns alle Daten liefert, die wir brauchen und damit zu sehr, sehr starken Ergebnissen dann in der verbesserten Planbarkeit führt. Ja, was ja wahrscheinlich ganz smart herangehensweise wäre, weil sonst hätte ich irgendwie Navigation in der App bauen müssen und dann muss man irgendwie Google Maps irgendwie in besser machen, was man nie im Leben schaffen würde und so wahrscheinlich dann deutlich, deutlich besser. Ja. Genau, da bist du halt ganz schnell bei einem Projekt, wo du eher Zehntausende, vielleicht 100.000 Euro investieren musst, um das bereitzustellen, was wir jetzt mit einem Bruchteil davon einfach ableisten konnten. Ja, cool. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin noch viel Erfolg. Vielen Dank dir.